Steig auf den Abendsberg hinauf, sind beste Rohstoffe zu haben. Des Brauers Regel sagt, ein Bier braucht Rohstoffe der Anzahl 4. Drum ist fürs beste Bier das erste, dass ich Weizen bringe und Gerste. Doch wird daraus erst ein guter Tropfen, wenn ich noch Wasser schleppe und Hopfen. Ich, Michel Brauer, darf niemals ruhen. Ich habe am meisten hier zu tun. Beim Brauen gibt es 1000 Sachen von mir exakt zu überwachen. Ich braue den feinsten Weizensaft, weiß um des Genießers Kennerschaft. Für mich gilt nur der Kuchelbauer, sei Bayerns bester Weißbierbrauer. Was wärt ihr alle ohne mich? Zwergwohlgeschmack, so heiße ich. Ein Weißbier soll den Mensch betören. Drum darf da keinesfalls was stören. Was derb ist, muss raus, was fein ist, kommt rein. Ein Feuerwerk soll's auf der Zunge sein. Ich mach das Weißbier mild und rund, denn so will es der Kenner mit. Bevor man Weißbier schmecken kann, bin ich zwergnasefrei noch dran. Die besten Düfte sind von mir, und das erst macht ein gutes Bier. Nicht süßlich, sag ich eisern stur, fruchtig und blumig, rein Natur. Der Hauch von Nelken, der kann rein. Bananenduft darf auch noch sein. Dann ist es recht. So riecht Natur, so riecht ein großes Weißbier nur. Ich bin Zwerg Dr. Kerngesund. Durch mich erst wird die Sache rund. Vortrefflich, welche Lebenskraft steckt in dem Schlückchen Weizensaft. Steigert Verdauung, Lust und Freude, entwässert, reinigt, trinkt ihr Leute. Ein Weißbier macht den Körper frisch, drum stellt euch eins auf euren Tisch. Man nennt mich Dr. Sigmund Glück. Dies Weißbier ist mein Meisterstück. Mein Werk ist das A und O, denn ich mache die Menschen froh. Die Wehmut weicht der Heiterkeit, durch mich entsteht Geselligkeit. Bier kann ein Wundermittel sein, so manches Pärchen stimmt mit ein. Ein Prost, ein Weißbier oder zwei, nach 40 Wochen seid ihr drei. Ich schau, riech, schmeck und prüf den Schau. Der erste Schluck, es ist ein Traum. Vollendet ist das Meisterwerk, mein ganzer Stolz als weißer Zwerg. Meister Hundertwassers Kunst, schenken wir auch unsere Kunst. Ihr habt, und das ist wohl bekannt, sich Meister Dunkelbund genannt. Er ruht unter einem Magnolienbaum, sein Geist erfüllt jetzt diesen Raum. Er wollte, wie wir denken, die Menschen mit Freude und Glück beschenken. Hört aus diesem Geistermund die Botschaft von Meister Dunkelbund.